Servus Leute, ja, willkommen zum Die Mutter meiner Kinder, der Book Girlfriend Tag. Und nee, ich habe den nicht erfunden, ich habe ihn nur ein kleines bisschen auf weiblich getrimmt. Denn eigentlich stammt der Tag, dieser Tag von Toni Pure. Und ich glaube, sie hat diesen Tag erfunden und mit noch zwei anderen Booktubern, glaube ich, Booktuberinnen eben, diesen Tag gemacht. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung. Ja, und ich bin nun mal ein Kerl und deswegen musste ich diese 10 Fragen ein kleines bisschen weiblich umstellen, ne? Eben die Mutter meiner Kinder. Fangen wir an, viel Spaß. Ja, ich mache es genauso. Ich hebe mir die Frage 1, nämlich die Mutter meiner Kinder, die hebe ich mir bis zum Schluss auf und überspringe die erstmal und fange gleich mit der zweiten an. Und zwar ist es das beste Aussehen. Es gibt tausende an Bücher ganz, ganz viele Charaktere aus Büchern, Frauen, die wunderschön sind und wunderschön beschrieben sind, aber irgendwie die schönste von allen, und so wird sie auch immer und immer wieder beschrieben, das ist Lúthien Tenúviel aus der Geschichte von Tolkien, Beren und Lúthien, die Elbenprinzessin, die sich in diesen Menschen Beren verliebt hat und im Prinzip die ganzen Nachfahren der Halbelben wie Elrond zum Beispiel oder auch eben Aragorn und so, das sind im Prinzip die Vorfahren von denen. Lúthien Tenúviel, die Nachtigall heißt es auf Deutsch, Tenúviel, wird da als die schönste der Schönen, als die schönste Frau, die jemals auf Arda gewandelt ist. Und also Arda ist nicht Mittelerde, sondern Arda ist im Prinzip ja alles, die ganze Scheibe früher mal und dann später, als als Arda gekrümmt wurde und zu einer Kugel geformt wurde, eben Arda. Und die schönste, die jemals auf Arda gelebt hat, ist eben Lúthien Tenúviel. Deswegen finde ich, ist das absolut passend. Drittens quasi, One-Night-Stand. Puh, also mit wem würde ich denn einen One-Night-Stand machen? Tja, nicht so mein Ding, aber dann, das müsste schon auch irgendwie, das müsste schon ein heißer Feger sein, dass mich das reizen würde. Und Ever Bloom aus Evermore von Alison Noé, die Unsterblichen, ja, die wird so ein Stück weit überirdisch schön beschrieben, auch wenn sie glaube ich blond ist und ich bin nicht ganz so der blonde Typ, aber ich dachte mal, wenn dann schon mal so einen einmaligen One-Night-Stand, denn das ist es ja, One-Night-Stand, dann vielleicht mal was anderes und eben eine Blondine, eine richtig wunderschöne Blondine. Dachte mir, das
nehmen wir doch mal mit bei so einem One-Night-Stand. Tja, ja, dann Freundschaft plus, also eine Freundschaft, wo man ab und zu mal quasi ein bisschen Sex miteinander hat und ja, das ganz gechillt, so einfach miteinander Spaß hat, ohne dass man ja jetzt eine Beziehung führt, sondern einfach eine Freundschaft, in der man halt ab und zu mal Sex und Spaß miteinander eben auf der Ebene hat. Und das ist auch ganz schwer. Ja, aber ich habe schlicht und ergreifend schon immer den Charakter, den Buchcharakter, diese Frau, das Mädel, ich fand die schon immer ganz was Besonderes. Und sie wird ja auch wunderschön beschrieben, mit die dunklen Haare, und man hat dieses Bild, dieses wunderschöne Bild von diesem Mädel im Kopf. Ja, aber die ist halt auch noch eine ganze Liebe irgendwie. Also würde ich mir eben mit Gwendolyn Shepherd auch eine tolle, coole Freundschaft wünschen, vorstellen. Ja, und dann hat man ab und zu mal ein bisschen Spaß miteinander. So. Aber ich war ernsthaft auch fast schon am Überlegen, ob sie nicht sogar die Mutter meiner Kinder werden könnte. Aber eben, da gibt es eben die eine Frau, das eine Mädel. Ne? Und deswegen ist sie nur die Freundschaft plus. Ne? Ja, als nächstes möchte ich brechen. Ich glaube, brechen ist vielleicht durchdringen. Das ist quasi so, bei Toni ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, was genau war, aber es ist halt eben so ein Bad Guy, den man zum Guten, zu seinem Freund machen wollen würde. So, ne? Also muss das schon ein toughes Mädel sein mit so, ne, Temperament oder irgendwie so, die man brechen will, die man knacken will. Ne? Wisst ihr, so dass die sich im Prinzip in einen verliebt und dann auch so ein gewisses, in gewisser Weise ihren weichen Kern zeigt, wenn es auch nur du selber bist. Ja, und ich nehme mal hier stellvertretend die Legenden der Schattenjäger-Akademie, weil eben Isabelle Lightwood, ja, das ist schon so ein Temperamentsbündel und richtig heftig einfach. Ich mag diesen Charakter unheimlich gerne. Und außerdem die Schauspielerin, die in der Serie Isabel Lightwood spielt, Emeraude Topea heißt die, ist eine der Göttinnen unter der Sonne. Also die ist die hübscheste Latina hier überhaupt, ja. Und also boah, das ist eine hübsche, wunderschöne Frau. Da musst schon ganz schön durchatmen. Ja, deswegen Isabel Lightwood. Die möchte ich knacken oder brechen. Dann der Charakter zählt.
Und tja, ich fand bei Vampire Academy diesen Charakter schon unglaublich toll und sympathisch. Einfach cool, so sympathisch irgendwie, keine Ahnung. Und als ich dann gemerkt habe oder mitbekommen habe, dass sie die Protagonistin aus Bloodlines wird oder ist, habe ich das absolut gefeiert, denn die Sydney, das ist so ein sympathischer und liebe Charakter irgendwie. Ich mag die unheimlich. Das ist so richtig, richtig, richtig tolle Frau irgendwie. So. Die muss man einfach irgendwie mögen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ne? Deswegen, die wird auch irgendwie in diese Vampirwelt, auch wenn sie ein Mensch einfach halt ist, Alchemistin, unheimlich geschätzt und gemocht irgendwie, so, wisst ihr? Deswegen, ja, Charakter, die Sydney. Dann Sugar Mama. Ja, also eine Sugar Mama, die mich so als Typ quasi aushält und ein bisschen verwöhnt, oder ich sie, und dafür wird ne, wisst ihr, so à la Madonna, wenn sie mal wieder mit ihrem 40 Jahre jüngeren Freund und so ankommt, oder wie eben auch im Umgekehrten der Sugar Daddy, so einer der berühmtesten, so ist wahrscheinlich der Gründer von Playboy, der Hugh Hefner, Gott hab ihn selig. Und da musste ich erstmal wirklich überlegen, wisst ihr, also die muss dann schon irgendwie, ne, bisschen älter, und ich habe dann eben gleich eine genommen, die trotz allem jugendlich, wunderschön und atemberaubend, sexy, exotisch ist, aber doch in gewisser Weise eine reife, ältere Frau. Passt nicht zusammen, mögt ihr denken? Ja, im ersten Moment schon, aber in Das Erbe der Macht, hier mal die erste Staffel in Buchform, das sind die drei Bücher, 12 E-Books enthaltend, kommt eine Dame aus Ägypten drin vor. Wenn ihr die noch nicht gelesen habt, will ich eben gar nicht spoilern, aber da kommt nun mal Kleopatra drin vor. Und die wird als wunderschön und naja, ziemlich teenie-mäßig, also jugendlich, glaube so 16, 17, 18 oder irgendwie so in dem Alter ist sie, obwohl sie auch in dem Buch, also sie sieht halt so aus, ne, wisst ihr, wie eben vielleicht 17, 18 oder so, ist aber eben ein paar tausend Jahre alt. Wie und warum lest diese geniale Reihe von Andreas Suchanek? Also absolute Leseempfehlung. Ja, eben Kleopatra. Von der lasse ich mich immer ein bisschen verwöhnen und aushalten. Als Sugar Mama. Ja, als nächstes zwei Weiber aus einem Buch. Und da musste ich auch schon mal überlegen, Weiber, aber die eine ist schon ein Weib. Ja, das ist zwar die eigentliche Protagonistin dieser Reihe, und ich mag ihren Charakter auch irgendwie schon. Ja, aber eben
Also, ja, die passt schon. Aber ich nehme eben die Rose Hathaway und die Lissa Dragomir. Die zwei Weiber, irgendwie ist mir Lissa viel lieber, aber trotzdem so im Zusammenspiel mit Rose ist dann doch irgendwie ein Vibe. So, ist der Weiber so, so ein bisschen, hat man ein bisschen stressig. Und Rose ist definitiv ja, ein bisschen stressig. Und Lissa halt, weil sie eben eine Dragomir ist und so, deswegen ist sie auch einfach ein bisschen stressig. Weiber halt. Ne? Du bist so. Sorry. Aber ihr wisst, wie ich meine. Ne? Ja, Rose und Lissa. Beste Freundin. Tja. Irgendwie mochte ich den Charakter auch unheimlich gern. Aber eben nie so, aber die war einfach so toll und ist auch so toll und so lieb beschrieben, dass ich mir wirklich einfach vorstellen könnte, Emma Casters als beste Freundin zu haben, weil die so, die ist irgendwie kumpelig, keine Ahnung, und trotzdem einfach cool und ja, auch eine hübsche, das ist ja ohne Frage, aber ich mag einfach irgendwie diesen Charakter von Rose Casters, Emma Casters, Rose Hathaway hat man gerade, Emma ist so ein richtig sympathischer, kumpeliger Typ. Und deswegen, ja, ich freue mich übrigens so sehr drauf, da kommt bald von Die Dunklen Mächte der dritte Teil raus. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil ich Die Dunklen Mächte unheimlich feier. Es ist irgendwie fast von allen Teilen aus dieser Welt irgendwie die geilste Reihe. Ja. Und jetzt brauchen wir noch eine Freundin für meinen besten Freund. Und irgendwie für meinen besten Freund, also wenn er noch nicht verheiratet wäre, würde ich mir ehrlich gesagt aus Daphne Unruhs Himmelstiefe die Protagonistin, die Kira, wünschen, weil ich einfach die Kira cool finde und super sympathisch, mit der könnte ich auch super gut auskommen. Ich finde es sehr wichtig, dass gerade so die Freundinnen oder auch Frauen, Ehefrauen, von richtig guten Freunden oder besten Freunden, dass man die wirklich, wirklich gerne mag. Hallo Franzi übrigens. Hallo Friedrich, für dich gibt es die Kira, falls du irgendwann mal das Video siehst. Und Franzi, sei gechillt. Das ist eine ganz Liebe. Ist eh nur Fiktion. Und nun kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Anfang. Und zwar die Mutter meiner Kinder. Ich liebe diesen Charakter. Ich habe die schon im ersten Teil unglaublich cool gefunden, wie sie da so reagiert am Anfang, auch wenn sie nur so ein
Teil in diesem ersten Buch hatte und dann in den weiteren, vielleicht habt ihr es schon erraten, in den weiteren Teilen immer eine größere, einen größeren Platz eingenommen hat, aber nie irgendwie so eine Art Hauptfigur wurde. Es war nur immer eine sehr tragende Nebenrolle, wie es so schön heißt. Aber ich mag diesen Charakter, ich mag alles an ihr, wie sie dann im Buch, eben im sechsten Teil, immer mehr ausgearbeitet wird, so mit ganz viel Witz und ganz sympathisch und coolem Sinn für Humor, was unheimlich wichtig ist, dass man sich versteht und dass der Partner, also die Mutter meiner Kinder, sehr viel Humor hat. Das ist, glaube ich, sogar irgendwie wichtiger als das Aussehen. Nichtsdestotrotz wird eben die wunderschöne Ginny Weasley immer so schön beschrieben und auch im Orden des Phönix ganz hübsch und alle Jungs stehen eigentlich auf sie und dann, naja, ich meine, ich kann nichts dafür, ich habe eine Schwäche für rothaarige Frauen und mit Ginnys schönen roten langen Haaren, grünen Augen, glaube ich, hat sie da habe ich irgendwie einfach eine Schwäche für. Ich mag dieses Mädel unheimlich und die Mutter meiner Kinder, ja, Ginny Weasley, die hätte schon was. Also Harry, geh auf die Seite, Platz darf. Jetzt komme ich so ungefähr. Und außerdem habt ihr mal ernsthaft, ja, die Schauspielerin Bonnie Wright, die in die Filme die Ginny Weasley spielt, sie war am Anfang bei der Stein der Weisen halt so eine kleine Süße, ne, und aber so jetzt normal, ne? Aber habt ihr mal Bilder gesehen, ey, was das für eine wahnsinnig schöne Frau ist? So, ich blende hier mal vielleicht ein Bild ein von Bonnie Wright, wie sie so aktuell aussieht. Und guckt, also mit Ginny Weasley, wobei, also auch mit Bonnie Wright, da lässt sich doch ein paar Kinder in die Welt setzen. Also von dem her, Ginny, meine Mutter, meine Kinder. Kommen wir dazu, wen tagge ich zu diesem coolen Tag? Als erstes tagge ich mal einen Kerl, ja, einen Jungen, und zwar Nick der Buchtoaster. Wird mich echt wahnsinnig interessieren, was für Antworten dir bei den zugegebenerweise so ein bisschen du weißt, bei den ein bisschen pikanteren Fragen, wie du da antworten würdest. Und genau aus demselben Grund wird es mich nämlich bei Luisa, das Bücherregal, auch interessieren, wie, welche Charaktere würden da bei dir in Frage kommen? Was würdest du dir da überlegen? Und weil das auch irgendwie total interessant wäre, würde mich bei
der Lese oder die Theresa, falls du mal wieder ein Video machst, wird mich das nämlich auch interessieren. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Wenn ihr von den Büchernixen da mal Lust dazu hättet, am besten gemeinsam, und falls ihr irgendwie mal wieder Bock habt, gemeinsam so einen Tag zu dritt zu machen. Ich glaube, den Tag, wenn ihr Mutter und zwei Töchter gemeinsam machen würdet, das wird richtig lustiger Tag, ein lustiges Video werden. Ja, und zu guter Letzt, Grüße gehen raus in die Schweiz zu Melanie vom Kanal Page and Me. Bei dir würde ich mich auch ganz besonders freuen, wenn du diesen coolen Tag auch machen würdest. Würde mich sehr freuen. Mal gucken, wie du da drauf antwortest. Ich glaube, du hast gerade Prüfungen. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut abläuft und du überall die besten Zensuren schreibst. In diesem Sinne, wer Bock hat, den coolen Tag von Toni Pur zu machen, die Fragen sind in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.